So, willkommen zu einer neuen Folge von Oracle of Seasons und ich bin ein bisschen rumgeforscht, hier im Tempel und habe hier noch einen Raum gefunden, wo ich noch nichts gemacht hatte und das war hier. Dann geht nämlich da die Tür auf. So, und jetzt muss ich ja da runter zu dieser Tür unterhalb von mir und dazu muss ich nochmal an die Minenloren steigen. So, den Schalter muss ich da nicht verstellen, den lasse ich so. So, ihr haut mal ab, ihr Fledermäuse. So, jetzt nicht durch die Treppe. Nein, ich gehe stattdessen in Richtung des Weges, wo der Zwischenboss war. Ja, genau hier. So, dann gehe ich nicht durch die Treppe, sondern erstmal hier rein. So, und dann kommt man hier oben hin. Und da muss ich mir jetzt natürlich die Eisenkugel holen. Ansonsten klappt das nicht. So, und dazu müssen wir wieder an diesen fürchterlichen Elektro-Gegnern vorbei. So, ich nehme mal die Feder. Ab. Na, da ist vielleicht Energie drin, nehme ich auch gleich mit. Ja, was sage ich? Da ist Energie. Nein, 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 nein. Weg. So, die Ritter brauche ich jetzt auch nicht. Ja, das war der Raum mit diesen fürchterlichen Gegnern. Ah, ich hasse diese Viecher. Nerven. Mann, kann man nicht irgendwie anders ausschalten, diese Teile? Oh. Ja, stirb. Ach, noch einer. Na toll. Und ich werde schon wieder gerufen. Bis gleich, Leute. So, ich sag's am besten gleich. Es wird nochmal kurz eine Unterbrechung geben, weil halt, ja, gleich Besuch kommt. Und deswegen, ja. Entschuldigt deswegen. Gut, okay. Noch ein von diesen nervigen Dingern. Boah, ich hasse diese Dinger. Oh, Quicksilver, jetzt reicht's mir langsam. Bringe ich das hier mal in Position. Bleibt das da? Ja, gut, es bleibt da. Solange wir in keine Treppe gehen, bleibt das da unten. Au, au, au. Ab. Nein. Nein. Oh, nein, nein. Eine verdammt heikle Situation ist es gerade. Aber
Ich will hier trotzdem irgendwie raus. Komm, bitte. Lass mich raus. Ja, danke. Zumindest bis ich das mit der Kugel gemacht habe. Sind Herzen drin, bitte. Ja, danke. Oh, eine Fee. Gott sei Dank, das habe ich jetzt echt gebraucht. So, ja, jetzt kommen wir natürlich hier durch. Wir können das Ding quasi als Schutzschild jetzt benutzen. Oh nein. Und es fehlt ein Schlüssel. Nasupi. Können wir den erstmal suchen. Aber es gab, glaube ich, noch einen Raum, wo ich vermute, dass noch einer sein könnte. Gut, hier war jetzt nichts weiter. Nur so ein komischer Schleim. Ach ja, der Haken ist hier echt nützlich. Das war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war hier drüben oder so. Ah, hier drüben waren wir auch noch nicht. War jetzt zwar nicht darum, den ich meinte, aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ja. Da ist noch was drin. Jawohl, ein kleiner Schlüssel. So, dafür musst du sterben. So, jetzt gehen wir mal rasch zurück zu dem einen Zimmer von vorhin. Und öffne mal das Türchen. Ich habe nämlich keinen Bock, das mit dem Blockzeug nochmal zu machen. Von daher will ich das erstmal fertig haben. Wenn da noch ein Schlüssel sein sollte, dann hätte ich damit mal den Block da aufschießen. Au. So, was haben wir jetzt hier drin? Eine Treppe. Mal sehen, wo die hinführt. Okay, ein weiterer Jumping Part. Ach, das ist so ein komisches Rollband wie bei Mega Man. Oh, Secret. Aua. Oh, was sehe ich denn da? The Great Key. Super. Wir haben den großen Schlüssel gefunden. Das heißt, jetzt können wir zum Boss. Aber trotzdem fehlt uns noch ein Schlüssel. Gut, ist egal. Den Great Key haben wir ja. Deswegen will ich jetzt nochmal zu dem Raum gehen, wo ich vermute, dass da noch ein Schlüssel ist. So ein kleinerer. Aber erstmal bräuchte ich ein bisschen Energie. Das wäre jetzt recht vorteilhaft.
Schade, dieser Wurm hätte bestimmt ein Herz bei sich gehabt. Ja, toll. Ich bin schon fast wieder tot. Ach, danke, Herz. Das ist ja geil, die sterben durch die Kugel. Ja. Das war der Raum hier. Zum Ende. Also dahinter lag dieser Raum. Genau. Ja, ihr habt noch Herzen dabei. Danke. Und was habe ich gesagt? Ich werde natürlich wieder mal gerufen. Gut, bis gleich, Leute. So, ja, aufgrund von Familienfeier wird es jetzt auch heute keine weiteren Parts geben. Und ja, ich spiele mal weiter. Und die Sache ist die, wenn ich mit der Naht bin, dann habe ich meistens mehr Zeit zum Aufnehmen, weil ich meistens ungestörter bin. Und hier halt, ja, ihr kennt es den Familienhaushalt. So, das ist dieses Rätsel. Erstmal müssen wir hier die ganzen Typische platt machen. So, ich weiß nicht, was man dann bekommt. Ich vermute mal einen Schlüssel. Das wäre nämlich richtig vom Vorteil, wenn es ein Schlüssel wäre. So, die fallen nicht zurück. Ja, jetzt müssen wir die richtige Truhe rausfinden. Ist es vielleicht die? Ein Rubin, okay, das war schon mal richtig. Die, nein. Die vielleicht. Das sind Bomben. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Kann die vielleicht irgendwie bekämpfen, diese komischen Teile? Nein. Duftkerne vielleicht? Nee, bringt auch nichts. Blutkerne? Nee. Pegasuskerne? Nein. Ja, bleibt bloß noch Sturmkerne. Ja, Sturmkerne funktioniert. So, was hast du eigentlich zu sagen? Merke dir die Abfolge, in der du die Ritter besiegst. Ach so, ja, war das, was wir vorhin rausgefunden hatten, aber so einen Schlüssel gebracht hat es jetzt leider nicht. Schade. Aber ich würde schon gerne mal. Das war jetzt schlecht. Schon gerne mal rausfinden, was sich denn da oben jetzt verbirgt. Oh, was mache ich denn? Nein! Oh, das Herz geht weg. So, das hatten wir schon rausgefunden. Da ging es bloß dahin. Na, ich gehe zum Eingang zurück. Nur weiß ich gerade nicht, wo ich noch einen Schlüssel verbergen soll. Das würde ich jetzt schon gern mal rausfinden, weil ein Schlüssel fehlt uns noch. Irgendwo muss der doch sein. Ob ich kurz einen Kartenblick wage? Mal kurz gespeichert vorher. Ja, da ganz oben ist noch ein Schlüssel. Vermute ich jetzt mal.
es war riskant jetzt, aber wenn ich vorher speichere, dann geht's ja. Ach so, das war der Raum. So, noch irgendwo? Nee, aber da ist der Boss da oben. Vielleicht kann ich ja irgendwie zum Bossraum schon hin. Das wäre ganz toll. Ja, ich muss speichern vorher, bevor ich die Karte benutze, weil ansonsten stürzt das Teil ab. Okay, jetzt nach oben. Also ganz nach oben. Ah, shit, ich hab die Chance verpasst. Gut, und Block. Das ist ein Herz, das ist nett, danke. Okay, jetzt da lang. Ach Moment, das war doch der Raum von vorhin. Der uns verschlossen war. Gut, hab keine große Wahl, ich gehe ja nochmal hin zu diesem Raum. Also Richtung Bosszimmer. Habe ich irgendwo noch was übersehen? Da ist auf jeden Fall so ein Blockteil, aber da komme ich nicht rein. Ach du meine Güte. Kurzen Stopp, Leute. Gut, Leute, wir kommen scheinbar hier nur hier oben raus bei dem einen Raum. Und ich würde sagen, das war's für heute von Oracle of Seasons. Ja, und ich lasse mich kurz sterben, weil das hier oben bringt mir nichts weiter. Ha, in der Kugel gestorben. Ja, ich muss echt mal nachsehen, wo ich noch nicht so vergessen habe. Bis zum nächsten Part.